Champions League-Teilnehmer gegen Europacup-Mannschaft, Superpokalsieger gegen Halbzeitmeister, die Wasserfreunde Spandau 04 gegen Waspo Hannover. Das Topspiel der DWL. Das ist ein Spitzenspiel in der Bundesliga in dieser Saison. Ja, es wird sich heute natürlich zeigen, wer nach der Hauptrunde für die Playoffs vorne sein wird. Ja, das ist heute maßgeblich, dieses Spiel. Man kann hier heute nichts verlieren, man kann eine Menge gewinnen. Spandau kann alles offen halten. Ne? Und wenn wir mindestens einen Punkt holen, dann würde dieser eine Punkt uns mehr helfen als Spandau. Das klingt alles sehr zuversichtlich, berechtigterweise. Im Hinspiel gegen die Spandauer gelang den Niedersachsen schon eine Punkteteilung und im Spitzenspiel gegen Duisburg konnte man gewinnen. Also alles offen, was Carsten Seehafer wohl Mut machen wird, denn seit knapp 12 Jahren wartet er auf einen Sieg gegen die Wasserfreunde. 2003 trat er das Traineramt bei Waspo an, doch bislang konnte sein Team nie gegen den Rekordmeister gewinnen. Wir hatten auch noch nie eine Mannschaft, die in der Lage gewesen wäre, gegen Spandau zu gewinnen. Von daher ist das eigentlich keine Hexerei. Wir haben jetzt dieses Jahr eine Mannschaft, die in der Lage ist, solche Spiele zu gewinnen. Und dann kann man auch ganz ruhig bleiben, das wird passieren. Große Worte von Carsten Seehafer, da hatten die Spandau natürlich was dagegen, ist ja klar. Maurice Jüngling gleich mal mit einem Lattenknaller zu beginnen. Ja, aber ansonsten war dann auch nicht allzu viel angesagt. Beide Torhüter hielten ihren Kasten sauber. Roger Kong auf der einen Seite, er ja mit Berliner Wurzeln, und Lasche Baxa auf der anderen Seite, der war ja schon gegen Partizan Belgrad in bestechender Form. Bislang viel Wirbel um nichts, doch das änderte sich endlich kurz vor Ende des ersten Viertels. Schöner Null-Look-Pass von Markus Stamm und Maurice Jüngling vollstreckt zum 1:0. Ein torarmes erstes Viertel, doch das sollte sich ändern. Martin Vermeerer deutet das richtig an, ja. Einfach mal werfen und das machten die Spandauer um Längen besser und zogen Waspo mal ganz fix davon. 4:0 durch Tore von Schuck, Restovic und wieder Schuck. Schöner Heber, den er da macht, passt genau den richtigen Moment ab und lupft den Ball rein. Ja, und nebenbei mal alles Gute zum Geburtstag. Als Topscorer der DWL beschenkte er sich natürlich selbst. Ja, und der Partygast Hannover sah nicht unbedingt glücklich aus. Sie verkürzten zwar kurzzeitig auf 4:1 und 5:2, aber die Spree-Jungs kannten keine Gnade. Martin Vermeerer mit dem 6:2 zur Pause. Wer ein bisschen aufmerksam ist, dem fiel eins gleich auf. Siehe da, das Team von Peter Kovacevic war endlich wieder vollzählig. In den Wochen davor die Spandauer vom Verletzungspech geplagt. Und jetzt, wo es so langsam in die entscheidende Phase der Saison geht, sind endlich wieder alle einsatzbereit. Bei solchen Spielen hilft das natürlich gewaltig. Siehe da, Markus Stamm, das war nicht erst seit heute wieder dabei, doch sein Maskenbild ging ja seinerzeit durch die Medien. Hier macht er das 8:4. Und dann noch ein ehemals kranker Christian Schlanstedt mit dem 9:4. Damit war die Partie dann auch schon entschieden. Waspo kam zwar noch mal ran auf 11:8, aber mehr ging heute nicht. Spandau gewinnt das zweite der drei Aufeinandertreffen in dieser Saison. Ja, die Spandauer haben halt ihre Chancen eiskalt ausgenutzt. Wir hatten relativ viele Überzahlmöglichkeiten, konnten diese nicht nutzen. Wir haben die Fehler, die wir im Hinspiel gemacht haben, in Hannover ausgemerzt. Wir haben in der Verteidigung sehr sicher gestanden, Unterzahl super gespielt am Anfang. Haben nicht zugelassen, dass Waspo in Überzahl zum Treffen kommt. Und wir haben vorne die Dinger reingemacht, die wichtig waren. Finde eins, und das ist die Situation, es gibt drei starke Mannschaften in Deutschland, die dies Jahr um die Meisterschaft spielen sollten. Dann sollten auch die stärksten Schiedsrichter da sein. Und ich glaube, es hat heute jeder gesehen, dass die nicht anwesend waren. Das lassen wir mal so frei stehen, ob ein Schiedsrichter hin oder her. Spandau überholt Waspo und ist jetzt hinter Duisburg Zweiter. Als nächstes wartet dann Uerdingen, bevor dann das Champions-League-Rückspiel bei Partizan Belgrad ansteht.